Hey Handwerker, willkommen in der Tool Group. Die Smartwatch meldet Regen für die kommende Woche. Also, Werkzeug raus und noch schnell die Dachrinnen montieren. Dabei braucht man das passende Werkzeug. Und nicht nur das, es kommt auch auf die richtige Montage an. Unser Dachrinnenprofi Martin von Spengler TV zeigt euch Schritt für Schritt die richtige Herangehensweise und Tipps und Tricks beim Anbringen von Dachrinnen. Und bevor ich es vergesse, meine Uhr hier, die könnt ihr am Ende des Videos auch noch gewinnen. Also unbedingt dranbleiben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Martin und den Dachrinnen. Ja, hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute geht es mal raus auf die Baustelle und das Thema ist Dache und Dachrinnenmontage. Ja, ich habe hier ein paar Werkzeuge mir zusammengesucht, die nehme ich heute mal mit und euch will ich auch mitnehmen. Raus auf die Baustelle, los geht's. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo der Rinnenstutzen hinkommt, das heißt der Ablaufstutzen oder besser gesagt, wo unsere Dachrinnen wässert. Bei uns, in unserem Fall, ist es hier auf der rechten Seite, wenn man hier so davor steht. Und da soll das ganze Wasser dann hinlaufen mit einem leichten Gefälle. Und das prüfen wir jetzt hier auch mal am Dachgesims. Nachdem wir dann unsere Rinnenhöhe angezeichnet haben, an den beiden Trägern, am Hoch- und am Tiefpunkt, können wir jetzt mal das Gefälle anzeichnen. Ich lasse mir da immer noch ein klein wenig Luft an dem Träger, der an den Hochpunkt kommt. Das heißt, wir werden da so 1,5 cm Luft lassen und dann haben wir das Gefälle, haben wir ja gesagt, mit 3,5 cm. Wichtig ist auch hier die Rinnenhöhe anzuzeichnen, damit man nachher schauen kann, ob die Rinne auch wirklich gerade hängt. Was wir natürlich auch noch brauchen, ist so ein Trägerbiegel und da kann man hier hinten an der Kante das Ganze einstellen, indem man hier Neigung für den Träger einstellt und dann biegt man den einfach mal ab. Am Anfang lieber etwas weniger. Und dann, so, dann nehmen wir mal den an den Tiefpunkt und prüfen die die Neigung vom Träger, ob das passt. Und das kann man ganz einfach so machen. Das sehe ich jetzt hier schon, dass wir da auf jeden Fall noch deutlich mehr biegen müssen. Unser Rinnenträger, der soll ja nachher auch gerade montiert werden. Wo geht man dann eigentlich her? Jetzt gehen wir wieder auf den gleichen Strich und biegen den einfach nochmal ein bisschen, den Träger. Und dann schaut man mal wieder. Legen wir hinten die Wasserwaage an unsere Rinnenhöhe an und setzen das Ganze so in Waage und dann müsste vorne an der vorderen Kante etwas 2 cm tiefer sein. Hier haben wir die Trägernägel, das ist hier so ein klassischer Trägernagel, ein bisschen krumm schon und da haben wir eine Schraube, eine verzinkte Schraube mit 6×70 und ja, wir nehmen wir die ganz gerne. Vor allem bei den ersten Trägern, damit man das ein bisschen schön eingleichen und ausrichten kann. So, und da geht man einfach her, lässt den Träger jetzt mal so 2 cm überstehen. Wir kontrollieren dann nochmal, ob unsere Rinnenhöhe noch passt. Ja, das sieht noch ganz gut aus. So, was wir jetzt brauchen, ist eine Maurerschnur. Und am unteren Ende kann man die einfach einmal rumschlaufen. Das geht ganz einfach so, indem man die einmal hier so durchsteckt und dann wieder festzieht, dass das eine Schlaufe entsteht. Und die kann man dann auch nicht mehr aufmachen. So, wenn man das dann so hat, kann man das einfach, ja, ich mach's nochmal langsam, dann kann man das einfach hier nochmal durchstecken und dann zieht das Ganze fest am Träger. So, dann geht man einfach auf die Mitte vom Träger hier unten. Da ist immer so ein Körnerpunkt oder wie hier bei mir bei dem Hersteller ein Loch. Und auch darauf achten, dass man hier oben immer gleich anschlägt, die Rinnenträger und entweder oben oder unten. Aber dass man das auf jeden Fall immer gleich macht. Da
Also hier machen wir das gleiche auch nochmal so, dass wir auch wieder auf den Punkt hier oben drauf gehen, nicht unten anschlagen, so wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben und ein paar Mal hier rumgewickelt. Und ich mache das immer ganz gern, weil ich dann schon in der Richtung bin, dass ich das außen am Träger anschlage. Also einmal hier oben und einmal hier außen. Wie gesagt, muss man nur immer gleichmäßig machen. Und dann gehen wir wieder zurück. Immer schauen, dass man das Ganze auf Zug hält. Hier auch wieder außen anschlagen und dann einmal so rumwickeln. Und hier am Ende neigt die Schnur immer, dass sie aufgeht. Und ich mache das einfach so, drehe das einmal, schlage es dann wieder über und das mache ich so zwei, dreimal. Und irgendwann hebt dann die Schnur. Ja, ich habe den hier so eine geschickte Auskarbung noch. Dann lasse ich das Ganze einfach hängen. So, und jetzt geht er mal erst her und überprüft das Gefälle. So, und wenn ich jetzt hier auf die 80 cm, so lang wie meine Wasserwaage ist, hier so 3 bis 5 mm Gefälle habe, eigentlich sind 3 mm optimal, so wie hier jetzt gerade, dann passt das Ganze wunderbar nachher. So, das heißt, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben das Gefälle überprüft mit der Wasserwaage. Wir haben die Rinnenüberhöhung eingestellt. Wir haben den Träger mit der richtigen Schräge eingestellt. Den darf man jetzt nicht mehr bewegen. Also da darf man jetzt nicht mehr auf- oder zudrehen, das ist wichtig. Und wir haben das Befestigungsmaterial hier fertig, dass wir jetzt alles komplett haben. Dann können wir praktisch loslegen. Und dann geht man her, fängt mal an, das Ganze abzukanten. Wichtig ist immer hier beim Abkanten, dass man das Ganze schön auf den Anschlag fährt und nicht irgendwo so schräg abkantet. Sonst sind die nachher krumm und schräg montiert. So, immer schön auf den Strich drauf gehen. Und dann einmal abbiegen. So, und auch hier gehen wir wieder her und überprüfen jeden einzelnen Träger. Ob der jetzt uns irgendwo die Schnur hochdrückt oder was da jetzt passiert. Falls die Schnur jetzt hochgedrückt würde, müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen angleichen. Aber das sieht in meinem Fall jetzt hier ganz gut aus. Gut, das hoffe ich natürlich auch, da waren ein paar Tipps und Tricks dabei, die dir ein bisschen bei der Montage von so einer Dachrinne weiterhelfen. Was du auch berücksichtigen musst bei der Planung und ja, von den Schritten, wie du so eine Dachrinne auch zu montieren hast oder wie das vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand geht. Und ich hoffe mal, da waren ein paar hilfreiche Tipps und Tricks dabei. Von mir aus oder von meiner Seite aus sage ich jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich gebe zurück zu Volker. Super Martin, jetzt haben wir das Know-how, wie man die Dachrinne einwandfrei und vor allem wasserdicht montiert. Und falls ihr diese Galaxy Watch 4 von Samsung gewinnen wollt, dann einfach dieses Video liken, kommentieren, unseren Kanal abonnieren. Ich drücke euch die Daumen und sage bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, join the group.